Hallo Leute, heute geht's mit der Absauganlage los. Heute werden wir mal die Rohre verlegen. Das ist jetzt das erste Video zu diesem Entstauber. Aber keine Panik, da wird es bald noch ein paar weitere Infos zu diesem Gerät hier geben, was das alles kann. Aber damit ich das erstmal machen kann, muss erstmal die ganze Verrohrung hängen. Und damit geht's jetzt los. Ich habe da ein bisschen Hilfe dabei. Komm, die zeige ich euch mal. Der Thorsten ist heute dabei, der hat sogar auch sein eigenes Mikrofon. Und wir werden jetzt die Rohre mal an die Decke hängen. Wobei, ne, bevor man die Rohre an die Decke hänge, kommen die alte Rohre erstmal runter. Alte Rohre ab, genau. Da komm, ich zeige das mal. Das hier sind die alten Rohre, die müssen wie gesagt runter. Und ich habe mich gestern mir noch einmal die Zeit genommen, habe alle Maschinen wirklich genauso hingestellt, wie sie gut stehen. Das will ich euch wohl auch in einem separaten Video mal zeigen, was ich mir dabei gedacht habe. Weil tatsächlich ist die Anordnung fast genauso wie in der alten Werkstatt, weil die echt sehr, sehr gut war. So, dann schmeiß dich mal rein. Weiter. Ja, kannst du hoch. Du haltst dich gut fest, ne? Weil ja, ja. Das Dorf jetzt, war das okay? Ja, ja. Top. Ich zeige dir jetzt einmal die Absauganlage. Pass auf dein Mikro auf, das könnte mich echt ingesaugt gehen. Muss die Hand so davor halten. Also ich kann es ganz gut mit dem Pulli dem jetzt kriegen, ne? Wie lang der wird. Also Leute, das hier sind jetzt die Rohre, die wir gleich verbauen werden. Das sind tatsächlich gar nicht so viele Abzweige, Bögen oder, weil die Hauptleitung, die wird nur 200 haben. Und von der Leitung gehen wir halt eben auf die kleineren Auslässe, wie zum Beispiel an die Dikte mit 140 oder an dem Breitband mit 120. Ah ja, ein Breitband mit 120 zum Beispiel. Also es sind gar nicht so viele Teile. Der Großteil der alten Absaugverrohrung wird nämlich auch hier wieder benutzt werden. Lediglich der Hauptstrang, der hat halt wie gesagt 200er, einen 200er Durchmesser. Das hier ist die Hauptleitung. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Abrichte dran haben. Ja. Und wir wollen jetzt zum Beispiel noch eine kleine Tischkreissäge dran machen mit 120, ja. Dann wird man nicht hier einen Abzweig dran machen, sondern hier zwei Abzweige. Oh. Weil wenn du mit dem Luftstrom hier oben aus der 200er Hauptleitung kommst, dann hast du einfach mehr Pep. Jo, weil jo. Die Anlage, die packt das. Nur deswegen wird man zum Beispiel hier aus dem großen Durchmesser hier noch einmal abgehen. Aha. Weil wenn du hier abgehst, dann ja. Ist hier das Volumen, was pro Stunde dort gefördert werden kann, das ist ja schon ein bisschen gedeckelt. Natürlich. Aber wenn du hier oben rauskommst, hast du an beiden Stellen das gleiche Anliegen. So. Oh, es passt sogar. Ich habe gemeint, es wäre zu lang. Nee. Das ist super. Das Schöne ist halt eben, dass wir hier die Rohre so hinlegen können und können dann direkt abpeilen, wo wir da rauskommen. Der Abzweig hier zum Beispiel ist jetzt für den Breitbandschleifer und die gesamte Reihe. Und der 90-Grad-Bogen geht dann weiter zur Hauptleitung, die dann komplett einmal quer durch die Werkstatt durchgeht. Und können wir Fecht machen, ne? Ja, also es geht eigentlich ratzfatz. Also das hin hat jetzt 5 Minuten gedauert. Jo. Okay, super Qualität. Geht super. Gute Qualität, 100 Jahre Garantie. Oh ja, die Schelle, die sind der Hit. Wirklich. Ja, das ist echt gut. Die sind echt der Hit. Komm, das zeigen wir jetzt immer. Immer Schellen kaufen mit Dichtung. Die machen das Leben besser. Menschen, 2 Grad. Boah, Alter, heute Morgen war echt frisch. Ja, bei uns hat aber mal gleich ein bisschen kratzen müssen. Kriegst du auf die Standbohrmaschine draufgelegt? Stenker? Guck mal, hier so einfach das Holz vielleicht, Ufer. Oh, ja, ein bisschen was. Hängen sie erst mal irgendwie drin, dass noch ein bisschen Hängsel ist. Sag mal, bin gut. Guck mal, greifen mit dem rechten Finger an die Shell. Noch weiter, noch ein gutes Stück. Weiter, noch ein gutes Stück. So, ich geb da den Kamerad jetzt erst mal hoch. Mach nur langsam so mit der Leber. Weiter. Mal weiter. Zack! Der war doch easy going. So gut. Hallo! Hallo! Warte. Boah, diesmal steht mal falsch, merke ich gerade. Das ist so doof, das ist so. Oh.
Leute, was soll ich sagen? Es ist geschafft. Vor ungefähr einer Woche habe ich mit dem lieben Thorsten, vielen lieben Dank für deine Hilfe, mit dem habe ich die Abzuganlage installiert und habe sie jetzt schon bei einigen Projekten genutzt. Und was soll ich sagen? Es ist der pure Wahnsinn. Das ist so ein Traum, mit dieser Abzuganlage, mit diesem Entstauber zu arbeiten. Es funktioniert alles einfach besser. Also ohne Witz, alles macht mehr Spaß zu arbeiten, zu bearbeiten, weil es einfach gut funktioniert. Ihr seht auch, alles ist relativ aufgeräumt. Seht hier eine Abzugleitung zum Kantenschleifer. Der ist jetzt noch nicht am Boden befestigt, deswegen steht er noch nicht so sicher. Hier habe ich jetzt auch schon einiges geschliffen und ihr seht, wir haben keinen Staub mehr irgendwo. Das ist der Wahnsinn. Hier ist noch kein Anschluss, weil mir noch ein Abzweig fehlt. Hier eine Leitung zum Breitbandschleifer, zum Frästisch. Hier die Hauptleitung, dann geht es hier oben weiter. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Dann geht es einmal hier links runter zur Formatkreissäge und zur Abrichte. Dann zum Langbandschleifer, da werde ich euch gleich was Wahnsinniges zeigen, denn das Band flattert, wenn die Absauganlage eingeschalten ist. Dann gehen wir weiter zur dicken Hobelmaschine. Und ihr seht, ich habe einiges gehobelt, wirklich, ich habe echt viel gehobelt. Wir haben keine Schmutzentwicklung, es ist alles sauber. Dann geht es weiter zu den Drechselbänken und das ist auch der helle Wahnsinn. Wenn alle Absauganschlüsse geöffnet sind, haben wir immer noch mehr Saugleistung als an der alten Maschine, direkt an der Maschine. Ich habe ja noch keine Einschaltautomatik oder Schiebersteuerung hier in der Werkstatt. Das bedeutet, ich schalte die Absauganlage, den Entstauber immer von Hand ein. Und je nachdem, was ich dann mache, dann läuft die auch einfach durch, weil ich kann ja zu allen Maschinen springen. Das bedeutet, wenn ich ein Schneidebrett herstelle, dann schneide ich etwas zu, richte etwas ab, gehe zur Dichte, das passiert alles an einem Stück dann und dann ist man auch wirklich schnell dabei. Ich öffne mal hier den Absperrschieber. Wenn alle Absperrschieber geschlossen sind, dann fängt das Band an zu flattern. Das vibriert richtig. Und die Maschine läuft nicht einmal. Ich habe hier einen 100er Anschluss an hier diese Öffnung und die Absaugluft wird auch noch nach hinten abgesaugt, weil wir haben ja hier zwei Anschlüsse, einmal der Hauptanschluss und einmal hier unten noch der 100er Anschluss, da hatte ich nicht den richtigen Abzweig. Und jetzt zeige ich euch mal was. Da müsst ihr mal den Schlauch öffnen, dass der sich nicht mehr so dreht, Alter. Das ist ja richtig wild. Ihr seht, jetzt hat es aufgehört, weil ich die Formatkreissäge noch geöffnet habe. Die ist normal immer auf, deswegen passiert das hier nicht ganz so arg. Weil alle Absperrschieber schließen und nur den öffnen, das macht auch gar keinen Sinn, weil die Anlage viel stärker ist. Da kann man ruhig die Formatkreissäge immer auflassen. Das hier ist jetzt, wenn die Formatkreissäge noch geöffnet ist. Und das, wenn nur die dicken Hobelmaschine geöffnet ist. Wir machen jetzt mal die Drechselbänke auf. Und hier geht immer noch richtig viel. Jetzt machen wir noch einen Absperrschieber auf, ich zeig's euch. Und hier geht jetzt immer noch richtig viel. Ich hol was. Die Formatkreissäge ist geöffnet. Der 140er Anschluss hinten mit drei Maschinen ist geöffnet. Und der Anschluss hier ist auch geöffnet. Die hat so unfassbar viel Leistung. Ich mache die Maschine mal kurz aus. Also ohne Scheiß, das ist komplett geisteskrank. Ich habe an der Formatkreissäge jetzt 30 Meter pro Sekunde. Wohl bemerkt, die Spanhaube, die es noch nicht gibt, aber der Anschluss ist auch immer geöffnet, ist auch geöffnet. Das bedeutet, die Formatkreissäge wird unten abgesaugt und oben an der Spanhaube. Da habe ich 30 Meter pro Sekunde. Da hatte ich vorher um die 14. Müsst ihr euch mal vorstellen. Weil dieser Entstauber so unfassbar viel Leistung hat, lasse ich immer den Absperrschieber von der Formatkreissäge geöffnet. Warum? Wenn ich nämlich immer alle Absperrschieber zuschließen würde, dann würde der Frequenzumrichter die Anlage immer hoch und runter fahren lassen. Aber die hat sowieso mehr Leistung, dass ich den hier auf jeden Fall geöffnet lassen kann, ausgenommen als am Langbandschleifer. Und wenn ich dann zum Beispiel an die Abrichte gehe, dann mache ich den auch einfach auf. Die Anlage hat immer noch genug Leistung. Das ist der helle Wahnsinn. Diese Absauganlage, die hat so viel Leistung. Das bedeutet, hier dieser Entstauber ist definitiv nicht zu schwach. Dieser Entstauber hier wird für die nächsten schätzungsweise 20 Jahre definitiv ausreichen. Das bedeutet, es ist ja noch, also generell, es ist ja noch geplant, die Absaugleitung noch weiter zu verlängern in die Nebenhalle, an die Pendelsäge,
Und die Maschine hier hat einfach genügend Leistung. Das ist aber noch nicht das Ende, was mit dem Entstauber hier passieren wird. Denn der hat ja eine Abreinigung über Druckluft. Die ist noch nicht angeschlossen, das wird noch thematisiert. Da muss ich aber irgendwie noch eine Druckluftleitung legen. Und hier steht ja Auto. Da kann man nämlich eine Automatik einschalten, dass dieser Entstauber halt eben automatisch einschaltet. Der klackt immer noch ganz, das ist ganz witzig. Die ist so modern, die tut sogar immer noch ein bisschen klackern. Die ist so modern, die schaltet dann innen drin immer noch die Maschine entsprechend. Man kann hier noch eine Automatik ergänzen und das soll auch noch die nächsten Wochen und Monate passieren, dass wirklich auch an alle Maschinen eine Strippe gelegt wird, dass wenn die Maschine eingeschalten wird, dass dann auch der Entstauber automatisch hochfährt. Ich habe noch nicht oben reingeschaut. Ich denke, das werden wir vielleicht in dem Video dann mal machen. Dann machen wir auf dem Entstauber mal auf und ich zeige euch, wie das Ganze von hier innen drin aussieht, wie das der Workflow ist. Aber das war jetzt wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit der Verrohrung. Und an der Stelle will ich auch einmal sagen, dass man diesen Aufbau nicht unterschätzen sollte. Es funktioniert, man kann das selber machen, aber ihr braucht vorweg für so einen kleinen Raum, für 100 Quadratmeter ungefähr einen Tag. Und ich habe auch wieder gemerkt, kauft euch neue Schäden. Ich habe so viele Undichtigkeiten, gerade an den alten Rohren, dass man überall bei den alten Rohren so ein bisschen das Zischen hört. Bei diesen ganzen neuen Rohren, das hat wunderbar funktioniert. Da ist die Leitung auch komplett dicht, aber bei meinen alten Rohren, die ich irgendwo mal gebraucht gekauft habe, da merkt man schon, dass wir leichte Undichtigkeit haben. Und das wäre auch so, wenn ich nochmal umziehen würde und die Absauganlage dann wirklich für mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte verlegt wird, dann würde ich definitiv auch nochmal neue Spannringe kaufen und dann halt eben alles einmal richtig abdichten, damit es auch nicht überall zirpt. Wenn euch dieses Thema hier interessiert, dann abonniert gerne den Kanal, denn bald werden wir uns noch ein paar weitere Punkte von der Maschine anschauen. Wie gesagt, langfristig wird eine Einschaltautomatik dazukommen. Die muss dann hier irgendwie noch integriert werden. Da sind alle Vorbereitungen getroffen, aber das muss halt eben auch noch passieren. Außerdem schaut sehr, sehr gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, denn es gibt so ein paar Punkte, wo so ein paar Fragen, wo man sich auch einfach mal stellen kann, was ist der Unterschied zwischen einem Entstauber und einer normalen Absauganlage? Der Entstauber hier saugt nicht nur besser ab, der hat weitere Punkte. Gerade so die Brandgefahr, gerade wenn so ein Ding wirklich mal hochgeht, die sind echt durchdacht. Und da wird auch regelmäßig dran weiter geforscht, dass zum Beispiel das Flügelrad, dass das aerodynamisch noch mehr optimiert wird. Dann schreibt mal bitte auf Instagram, dann können wir da auch ein eigenes kurzes Video draus machen, wo der Markus dann so ein paar Infos zu gibt. Schaut unbedingt auch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dieser Entstauber hier ist vom Absaugprofi. Den gibt es auch in kleineren Größen. Das bedeutet, wenn ihr sagt, okay, euch nervt das Thema mit der Staubabsaugung, weil das alles nicht so richtig gut passt, dann braucht ihr nicht so eine Riesenabsauganlage. Die haben auch kleinere mit anderen Rohrdurchmessern. Das ist zum Beispiel eine größere. Die haben aber auch zum Beispiel ein 160er Gerät. Das ist dann vom Rohrdurchmesser gar nicht mehr so unterschiedlich wie das, was ich vorher hatte. Und schaut deswegen einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr ein paar Informationen. Also Leute, ich bin immer noch baff. Jetzt kann ich endlich bald mir eine Spanhaube bauen, weil ich habe einen Absauganschluss, der richtig geil schon absaugt. Und das hier sollte mal so das erste grobe Überblickvideo sein, wie das so mit der Verrohrung aussieht. Also ich hatte ja gute Hilfe und das sieht jetzt wirklich echt top aus. Und jetzt kann es bald mit den Drechselkursen losgehen. Die ersten Kurse sind auch schon ausgebucht. Deswegen schaut gerne in die Videobeschreibung. Vielleicht sind da nochmal ein paar neue Kurse dazugekommen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Huiuiui. Ciao.